In der Moskauer Tretjakow-Galerie laufen die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung nach dreimonatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie. Die Eröffnungsausstellung heißt Generation 21 und beleuchtet aktuelle zeitgenössische russische Kunst anhand von 100 Werken. Viele wurden von der Stiftung der russischen Philanthropen Wladimir Smirnov und Konstantin Sorokin zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns sehr, mit einer aktiven, emotionalen und energetisch aufgeladenen Ausstellung zu eröffnen und mit unseren Besuchern über zeitgenössische Kunst zu sprechen. Oder anders ausgedrückt, über die aktuelle Zeit, über unsere Probleme und Gesellschaft und über uns selbst. Die staatliche Tretjakow-Galerie ist neben der St. Petersburger Eremitage eine der größten und berühmtesten Kunstsammlungen Russlands. Die Eröffnungsausstellung nach dem Lockdown startet am 3. Juli und läuft bis zum 6. September.